Jawohl, Freunde, willkommen zurück zu Half-Life 2. In dieser Folge wollen wir uns erfolgreich weiter durch die Wüste springen. Wüste, ja. Nicht wirklich Wüste, sondern durch den Strand hier kämpfen. In Klammern. Kämpfen tun wir uns ja hier nicht wirklich. Oh Gott. Ja, das dauert mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Okay, viel besser. Die hinten kann ich mir eh herziehen. Was ist denn da noch? Ich kann es nicht ganz erkennen. Gucken wir mal gleich nach. Oh, Muni ist voll. Okay, das ziehen wir uns her. Mann! So ein Schrott hier. Ist noch irgendwas? Ja, da ist noch sowas. Komm zu Papi. Ja. Oh Gott. Okay. Leben habe ich ja voll. Oh, bitte, ist mir egal. Okay. Alter, das habe ich dann gleich hier wieder zerstört, was ich hier gerade gut gemacht habe. Hallo, Mann. Kann ich mir jetzt die Leben hier noch ansaugen? Klar. Nee, jetzt kann ich sie mir nicht mehr ansaugen. Die sind zu weit weg. Verdammt. Schade. Hätte so gut sein können. Ah, hier, von hier aus. Ey, ist nicht... Oh ja. Ah gut, okay, das ist aber auch nicht schlecht. So, weg mit dem Ding. Okay. Alles klar. Ich glaube, jetzt haben wir es so gut wie geschafft. Ich glaube, ich habe das früher immer extrem abgekürzt. Aber man kann es oder man sollte es halt so machen. So war es zumindest gedacht. So. Reicht das? Ja, reicht. Wow, das reicht aber knapp. Okay. Lustig. Okay. Ah, hier haben wir ja ein bisschen Schild. Granaten wieder voll und schick, schick. Und jetzt? Könnte ich mir das Ding eigentlich nochmal nehmen? Nein! Oh Gott, Glück gehabt. Nimm mir das Ding nochmal und mach es hier rüber. Okay. Hier oben rauf. Okay, es reicht bis jetzt noch nicht. Müsste aber gehen, oder? Hallo? Geh schon. Okay. Alter, ich wollte gerade sagen, ich bin doch noch lange nicht voll hier. Geil. Okay, Pistolenmunition. Jetzt haben wir es eigentlich so gut wie geschafft schon. Meines Erachtens kommt jetzt nicht mehr viel. Gut. Jetzt kann ich den doch wieder anschalten. Genau, den Klopfer und schon haben wir unsere Ruhe. Alter, hier haben wir so viele Sachen noch. So viel Schild. Oh oh. Ja, Alter. Alter, bist du nah rangekommen? Machst du mich nochmal, mein Freund. Sei ich sauer. Okay. Du nervst schon sowieso ein bisschen. Alter, hast du das überlebt? Taxi. Ein Allee, kommt gleich der nächste. Das ist ja. Na komm!
Na komm! Hallo? Ach, komm. Leg dich hin. So. Jetzt können wir uns gänzlich nochmal auffrischen. Ja, das sieht man, dass das ein Bossfight-Raum ist, sozusagen, in Klammern. Okay, ich will mich aber hier noch ganz kurz... Alter, ist jetzt mal bei Truhe. Und wo ist noch eine? Vielleicht kann ich denn hier noch gehen. Aha, okay. Ah! Oh, falsche Taste. Okay, ganz schlecht. Oh, oh. Okay, ich muss die aber noch schnell erledigen, bevor ich... Oh Gott, bevor ich mich zum... Oh, nicht gehe. Nee, kann ich nicht. Kommen die mir jetzt mal alle hinterher. Okay. Alter. Ah, ich muss mich kurz ein bisschen konzentrieren, sorry. Gut, okay. Ist mir das auch egal. Alles klar, aber jetzt geht's trotzdem um die Wurst. Ganz einfach, Nummer 1. Oh, der war ganz schlecht. Wieder mal. Und Nummer 2. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Machen wir mal. Genau. Und. Was macht sie denn da? Oh oh. Okay, das hier ist schon down. Das ging recht schnell. Weil wir es halt nicht allein bekämpft haben. Warum sollte ich auch? Ganz ehrlich, wa? Wir haben noch Hilfe gehabt. Er hätte es auch alleine machen können, klar. Ist jetzt auch nicht so schwer, das Vieh. Och, jetzt hab ich mich erschrocken. Dr. Freeman muss folgen. Ja, ich folge dir. Schleicht der Penner sich erstmal von hinten an. Oh mein Gott, ich wollte ihn gerade hinten am Arsch gehabt schon. Schade, er hat sich umgedreht. Ja, leider ich mich umgedreht, mein Freund. Oh Gott, ich soll dir folgen. Du brauchst ja ewig. Dr. Freeman, beachte unsere Ernte der aromatischen Ferrokapseln des Myrmidons. Der Vorgang ist leicht unhygienisch. Bleibe er auf Distanz. Wieso? Wieso? Lecker. Dr. Freeman kann diese Kapseln in Zukunft sicher gut gebrauchen. Sammle er sie. Wieso sammeln? Dr. Das. Ich kann mir gut vorstellen. Achso, ich sollte sie einsammeln wahrscheinlich. Das war gemeint damit. Psychokinese. Tür geöffnet. So, wir haben die Base erreicht endlich. Also diese Hope-Base sozusagen, oder das ist eigentlich eine provisorische Base. Dr. Freeman muss verzeihen. Es ist unhöflich, vor solchen ohne Vortalsinne in Fluxverschiebung zu kommunizieren. Ja, wir werden aus Höflichkeit die Tonsprache nutzen. Es sei denn, wir möchten wenig Schmeichelhaftes sagen. So ist's. Toll. Hört sich an wie erbrochen ist die Sprache. Haben wir hier noch irgendwas? Yep. Und Kisten versteckt. Ja, Munition, Mensch. Oh, ich nicht, was war das denn? Okay. Auf geht's, Dr. Freeman. Ja, voll. Ja. Aber ein Mann mit einem Rudel Ameisenlöwen, das ist was anderes. Na toll.
Aber sonst hilft er mir nicht, oder was? Hilft mir keiner. Ich soll das hier alles alleine machen, oder was? Folgt Dr. Freeman. Hä? Ja, folgt mir und nicht du. Ich dir folgen. Ich renne vor. Dr. Freeman wird jetzt die Verwendung der Feo-Kapseln lernen. Mit diesem sogenannten Käferköder kann er die Ameisenlöwen führen. Mhm. Dr. Freeman wird nun eine Feo-Kapsel dort in jede Grube werfen. Okay. Dr. Freeman hat wohl getan. Aha. Habe ich wohl getan, ja. Ja, ist klar. Schon lange passiert. Jetzt darf ich weiter, ja? Das Tor ist mein Favorit hier. Es sieht sehr professionell zusammengebaut aus. Wirklich sehr professionell. Aufgemerkt. Dann folgen die Ameisenlöwen ihm. Weiß ich doch. Dr. Freeman beweist sein Können in allem. Hallo? Jetzt muss dieser hier vor Dr. Freeman gehen. Nova Prospect ist nicht weit. Erinnere er sich gut an das hier Gelernte. Naja. Eli Vance vertraut ihm sehr. Ich vertraue mir selber auch. Nur mach auf jetzt hier dein super geheimes Ultra-Tor. So, das ist jetzt wirklich eine ganz coole Szene. Nova Prospect ist wiederum einer meiner Lieblingslevel. Besonders das Areal davor, weil das ziemlich cool gemacht ist. Also wir waren jetzt sozusagen länger hier, muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Wir waren hier wohl eine ganze Ewigkeit jetzt. Weiß ich, haben Pause gemacht und haben uns das alles erklären lassen. So, dass es jetzt schon langsam ein bisschen dunkler wird. Oder wo? Diese Art nur ist hier, finde ich, total super gemacht. Hallo? War vorher auch mehr. Natürlich können die hier wie immer bei den Stampfern nicht vorbei. Also müssen wir dafür sorgen, dass sie nicht mehr an sind. Das sind übrigens größere Stampfer. Die haben ein größeres Areal. Warnstufe rot. Externe Stabilisierungstruppe 6, Nova Prospect. Perimeterrestriktoren deaktiviert. Warnstufe rot. Perimeterrestriktoren deaktiviert. Na ja, mein Gott. Was für eine Stromvergeudung die Dinger sind. Warnstufe rot. Perimeterrestriktoren deaktiviert. So. Alle Nova Prospect Stabilisierungskräfte sofort zu Konfliktpunkten. Das ist so jetzt super geil gemacht, finde ich. Und ich werde auch diese hier auch nutzen. Um die Leute hier. Damit ich die nicht umnieten muss. Ha! Der Mann, das sind wenigstens meine. Genau. Meine Sklaven. Sollen sie mal herkommen. Also es ist ziemlich cool, dass man erst gegen die, sag ich mal, verfeindet ist und dann hinterher die als eigene Armee hat. Also das ist schon eine ziemlich coole Idee. Barriere Nummer, Perimeterrestriktoren reaktivieren. Barriere Nummer, Perimeterrestriktoren reaktivieren und Bericht erstatten. Da kommt keiner mehr. Nummer 3, Restriktoren reaktivieren. Sektorzeit aktive Bioten an. Tja, meldet sich keiner wohl. Okay. Okay, wir können. Wow, der Part ist wieder vorbei, Freunde. Upsala, jetzt habe ich hier nochmal zu viel aufgedrückt. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann, ja, werden wir weiter Nova Prospect angreifen. Ciao!